Ja, da sind wir wieder. Ich habe mir den Countdown schnell gestellt. Und ich bin jetzt wieder ruhig und ausgeglichen nach 2 Sekunden Pause. Wieso? Wieso habe ich mich erschreckt? Ich kannte die Stelle. Ich habe die gemacht, damit sie sich erschreckt. Ich hoffe, du hast dich erschreckt. Ich hoffe, das war es wert, ey. Hallo? Ist da jemand? Danke. What the fuck? Renn! Was zur? Ich kenne das doch alles. Jetzt mal ehrlich. Ich kenne das alles. Ey. Junge, bleib ruhig. Ey, du kennst das und du schreist hier rum wie ein Mädchen. Das wollen die nicht. Du hast doch selbst gesagt, die wollen das alle nicht. Jetzt machst du so eine Scheiße hier, ehrlich. Schäm dich. Hä, weil. Ach so. Ah, ich bin wieder am Anfang. Ah, ich hätte den Weg nicht zurückgehen können, weil der versperrt war. Aha. Glaube ich. Sonst hätte es ja keinen Sinn gemacht, da eine gescriptete Szene zu machen. Ach du Scheiße, ey. Oh, ehrlich, nee. Nee, ey, wenn das war nur so eine Anfangsgrütze, die echt keiner brauchte. Ey, und. Ey, wenn mich so eine Scheiße noch erwarte. Oh, Entschuldigung, ich sag zu viele Schimpfwörter. Wenn mich so eine Kikipupu. Oh shit. Ja, die kannte ich auch schon, aber. Die hauen einen immer auf die Fresse. Kann das sein? Den kannst du gar nicht weglaufen. Ja, hier, fickt euch. Kacke, Entschuldigung. Also diese die dann später hier noch abgeht. Die wird mir dann wahrscheinlich übel zusetzen, meinen geistigen Zustand. Also, liebe Klassenkameraden, wenn ich in der Schule geistig nicht so beim Ganzen sein sollte, das liegt vielleicht daran, dass ich ein bisschen behindert im Kopf bin, weil ich so eine Kacke spiele. Ja, lass mich rein, bitte. Danke. Ach ja, ich wollte jetzt ja. Wir sind fertig, sagte der Mann. Das Grab war freigelegt. Tin Hinan erwartete uns, grinste der zahnlose Arbeiter. Ja, ich habe ja gesagt, ich will die vorlesen. Jetzt habe ich das doch verpeilt, ehrlich. Schlagt mich für jedes Mal, wo ich das verpeile. Nein, du erschreckst mich nicht, weil ich kenne das schon. Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Ah ja. Ja, wenn ich im Dunkeln bin, verkackt, verarrt sich mein geistiger Zustand. Ja, kenne ich alles schon. Kuckelt. Ja, da die Tür geht zu, ehrlich. Du kannst mich auch mal am Arsch. Ja, hier rein. Aber ich glaube, hier liegt das nächste Gesetz. Nein! Hier erschrecke ich mich bestimmt nicht. Ah ja, hier. Baue ich das. Deine Mutter. Entschuldigung. Ey, ich sollte aufhören, so ein bisschen aggressiv zu reden. Das ist irgendwie ja nicht so unglaublich schön. So, lag hier nicht noch irgendein. Ja, hier unten auf dem Boden. Es wird auch noch beleuchtet von irgendeinem Scheiß. Ja, genau. Ah ja, Barrel. Wichser. Entschuldigung. Oh, das dürft ihr euch nicht anhören. Also bitte ignorieren, ne? Oh ja, mein liebes Barrel. Barrel. Ich mag Barrels. Die sind rund und fröhlich und einfach nur wunderschön. Wie ging das nochmal? Erstmal den Kack hier. Ah ja, genau. Oh, ich wollte doch nicht mehr so böse Wörter sagen. Erstmal diesen AA hier wegrollen. Das Schreien, ich bin immun, also. Mir macht überhaupt nichts Angst, wie ihr gesehen habt. In den letzten Part. Lachas. Ja, hier, geh weg. Wenn mir jetzt so ein Ding auf den Kopf fällt. Ja, okay, heftiger Stoß. Ich stoße auch gerne heftig. Entschuldigung. dann den Balken. Ja, heftiger Stoß. Und wegziehen und heftiger Stoß und. Na komm, du bist stark, Daniel. Ah, ja. Oh, bist du stark. So ein starker Mann, ey. Ja. Ich laber wieder nur Dreck.
Irgendwie hat sich das gerade wie das Half-Life-Geräusch. Wer Half-Life kennt... Oh, ich dachte, das fliegt mir jetzt auf die Gesicht. Und wer Half-Life kennt, der weiß, wie sich dieses Türengeräusch anhört. Das hat sich gerade so angehört. Da hatte ich ein bisschen Sorge. Hä? Ach ja, ich habe jetzt ein Geheimnis gelöst. Ja, das kannte ich auch schon. Das erste Mal habe ich Fässer vorgeschoben, mich in die Ecke gesetzt und geweint. Dieses Mal bin ich mutig. Wer isst sowas nicht gern? Zum Frühstück. Muss ich das aufheben? Ah, anscheinend nicht. Kommoden. Kommoden des Grauens. Kisten des Nicht-Grauens. Der Erinnerung des Grauens. Oh, feels like my chest is going to burst. My God, Wilhelm, do something! Accept it. We're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Ich weiß nicht, in irgendeinem Zettel, ich weiß nicht, ob ich den jetzt schon gelesen habe, kommt drin vor, was diese Szene gerade auf sich hatte. Was der Alexander damit zu tun hat und was generell. Ah, das liegt, glaube ich, das steht hier. Ja, warte, ich guck mal, wie lang. Okay, durchblättern. Ihr könnt euch das lesen. Ich pausiere hier kurz die Aufnahme, damit ihr, ja, nee, mache ich jetzt nicht. Wegen dem Countdown. Ich guck mir das dann, während ich das überprüfe, an. Und, ja. Ihr habt euch das jetzt vielleicht schon durchgelesen. Wenn nicht, stoppt. Stoppt und lest es euch dann durch. Gut, gut, gut. Dann wollen wir mal hier hoch. Ja, weiter, weiter, weiter. Wieder durch das Ding hier. Durch den Ding, ja genau. Das ist die Tür. Nach einem dreitägigen Aufenthalt in Algerien wurde schließlich ein Segelboot engagiert, das sich in den Mittelmeer nach Gibraltar bringen sollte. Als er britisches Territorium erreichte, musste er noch nur noch eine Kabine auf der SS Hortensia nach London reserviert werden. Musste. Dings. Scheiße. Wattur! Irgendwas krabbelt mir auch wieder in den Bohrloch. Das Leinentuch roch nach Wüste und feuchten Moschus. Die Stücke lagen durcheinander gewürfelt darüber. Zu viele, dachte er. Oder vielleicht zu wenige. Oh, ich hoffe, das mit meinem Mikro ist so gut. Oh, ich hoffe, man hört mich. Es fühlt sich so weit weg an. Ja, aber es wird schon so gut sein, denke ich. Wenn nicht, ich weiß ja, was ich gesagt habe. Verreckt ihr eben. Ja, das waren LSD-Kakerlaken. Tut mir leid, die machen solche Geräusche. Entschuldigung. Ja, ich höre jetzt auf. Das war vielleicht doch ein bisschen kacke von mir. So, das da rein. Das da rein. Das da rein. Oh, es sieht so lecker aus. Ja, ich habe irgendwie den Sound gepackt. Immer wenn ich nach da geguckt habe, ist der Sound abgebrochen. Sehr schön. Okay, Entschuldigung. Es steht jetzt hier in einem Regal oder so. Ich spiele das Spiel und bin zu behindert, um mir so eine Chemikalie auszusuchen. Hallo? Ja, hallo. Ja, jetzt sag ich, die ist noch im Feinkeller, ne. Da muss ich ja den ganzen Kack nochmal zurücklaufen. Den ganzen AA meine ich.
los, Wecker, vibrier. Ich will nicht doch zurücklaufen. Noch 4 Minuten. Verdammt. Ja, haben wir schon berührt. Oh, komm schon. Ja, von 4. Ey, komm Leute, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Kisten. Nee, ey. Ach, das ist doch jetzt nicht wahr. Nein. Nein. Aber nimm doch einfach die hier. Ja, schön, ey. Jetzt kann ich den ganzen Scheiß nochmal zurücklaufen, ehrlich. Danke, ey. Ich hab ja auch nicht genug Probleme, ne? Ja, ach komm, ey, ne? Ich dachte, das kommt erst dann, wenn ich wirklich immer fertig bin hier. Ja, hier, komm. Weg. Und da ich den Weg nicht mag, na los. So, beam dich breit. Danke. Der ist nämlich gemütlicher. Ja. Jetzt erstmal hier. Fuck, ist doch scheiße. Mann, ey, wo muss ich denn jetzt hinlaufen? Wieder in den Weinkeller zurück. Der ging doch echt und die ganze Scheiße ab, ey. Da will ich nicht nochmal hin. Ja, los, lauf. Wieso siehst du jetzt eigentlich alles rot? Wechsel zwischen lila, rot, schwarz, dunkel, hell, blau, fick. Ah. Ja, okay. Es war unvermeidlich. Die Erschütterung auf den Straßen weckte seine Aufmerksamkeit. Als er die Fensterläden öffnete, eröffnete die französischen Soldaten wahrscheinlich das Feuer auf, so und so. Ja, ich vergesse immer, dass ich das vorlesen will. Ja, ich bin ja auch ein schlauer Mann, ey. So, hier rein, denke ich mal. What? Okay. Oh, doch auf. Ach komm, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Willst du mich verarschen? Ey, hier kommen doch jetzt keine Feinde, oder? Veräppel mich nicht. Die Stelle kannte ich nicht. Was zur? Ich. Hä? Aber das schien auch gescriptet zu sein. Das sind nur ein paar Steine, Danny. Reg dich ab. Oh, 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 oh. Wieso ist der Scheiß? Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Das ist jetzt auch mein momentaner Zustand. Oh ja, Licht. Oh, Licht. Oh ja. Oh, ja, das Let's Play ist ab 18. Oh, 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 komm, schnell, schnell, ich muss die Chemikalie finden. Oh, komm, bevor die Zeit zu Ende ist. Oh, schnell, schnell. Wo ist sie? 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 Die Tür ist auf. Ich weiß, ich hab's gesehen. Gib mir die Chemikalie. Da. Oh, ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Noch bevor die Zeit um ist. Noch 13 Sekunden. Ja, ja, oh, ich bin so. Oh, 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 oh. Da kann ich ja hier alles absehen. Gut, oh. Schön, dass alles dunkel wird. Nur das Ding hell ist. Ja, Countdown. Ja, gut, ja, ne, das schaffe ich nicht mehr. Gut, gut, gut. Ich mache hier einen Schnitt. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Schaudele.